Da wumselt es unter jedem Stein. Ohne diese, vor allem die Steinfliegen, sind alle weiteren eigentlich nicht lebensfähigen Steinfliegen, diese Algenbelege abweiden und damit Nahrungsketten aufbauen. Das dauert sehr lange. Manche dieser Larven brauchen 3, 4, 5 Jahre, bis sie dann zum Fluginsekt werden. Und da muss natürlich eine große Zahl an solchen Larven wiederum da sein, dass ein einziger Räuber, etwa wie der Flussuferläufer, tatsächlich zum Beispiel Junge aufziehen kann. Und je höher man im Gebirge geht, desto nährstoffarmer wird das Ganze. Da dauert dann die Nahrungskette noch länger, die Arten sind noch spezialisierter und noch seltener. Und dementsprechend ist der Verlust eigentlich unersetzlich.